Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge DayZ. Wir sind im Update Version 060. Ja, es hat also endlich geklappt. Wie ihr seht, habe ich schon beim letzten Patch ein bisschen was gelootet, einfach mal nur um zu sehen, wie es jetzt in-game aussieht. Das Ganze seht ihr jetzt hier anhand von dem Zeug, was ich schon gefunden habe. Ja, das ist die Third Person, die kennt ihr, und auch die First Person Sicht hat sich nicht großartig viel verändert. Das Inventar ist gänzlich anders, finde ich. Man hat hier in der Mitte jetzt seinen Menschen. Hier an der Seite wäre jetzt quasi das Ganze, was wir finden würden, wenn hier was liegen würde. Also der Draht zum Beispiel und hier unser Equipment. Nun ist es jetzt so, dass ihr die Hotkeys zum Beispiel auch erst habt, wenn ihr ein bisschen was gefunden habt. Ihr seht jetzt unten hier die Leiste, ich habe Hotkey 1 bis 4. Früher waren es ja mal 10. Die könnt ihr auch wieder haben, je nachdem, was ihr halt für Ausrüstung gelootet habt. Ja, ich möchte euch ein bisschen zeigen und auch mir selber erstmal mich wieder vertraut machen mit der neuen Version von DayZ. Es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schöner aus, muss ich sagen. Wenn es jetzt hier ruckelt oder ruckeln sollte, dann kann es auch daran liegen, dass ich einfach mein Aufnahmeprogramm zu viel frisst, weil ich momentan leider kein anderes habe und deshalb hier mit dem jetzt aufnehme. Ich weiß allerdings auch, dass es viele Ressourcen verbraucht, deshalb kann ich jetzt im Vornherein schon sagen, wenn es ruckelt, kann es wirklich einfach an meinem Aufnahmetool liegen. Ja, ich bin mit einem i5 Prozessor unterwegs, hab momentan 55 Frames, und das Problem bei den älteren Versionen von DayZ war ja immer, dass halt einfach die Frames mega eingebrochen sind. Und das auch, obwohl man die Grafik teilweise echt runtergeschraubt hat. Oh, da ist ein Rucksack, vielleicht ist da noch was drin. Tatsächlich was zu essen, cool. Das war ja immer so das Problem, ne? Also ich habe ja auch andere Spiele, wie zum Beispiel The Division, was ich hier ganz normal in guter Qualität spielen kann. Was steht da? Damage. Und bei DayZ ruckelt's, oder hat es geruckelt. Teilweise so krass, oder so... Ah, cool, ich habe den Rucksack da rausgenommen, geil. Ich habe jetzt einfach nur, was habe ich gedrückt? Ich glaube, G. Nee, F, ha, wie immer, also benutzen. Dann kann man so Sachen aus den Autos rausnehmen. Cool, war jetzt eigentlich eher ein Zufall. Auf jeden Fall war halt immer das Problem, dass man bei DayZ immer dieses Ruckelproblem hatte oder oft mal diesen Frames-Einbruch. Ich hoffe, das hat sich jetzt ergeben. Ich gucke jetzt hier noch schnell durch die Garagen durch. Es ist ja auch schon seit langem nicht mehr so, dass das Loot immer an den gleichen Orten liegt, sondern hier wirklich random Loot droppt. Und hier haben wir nix leider. Bewege mich jetzt mal nach Elektro rein, denn wir sind hier an der Grenze von Elektro. Und ich bräuchte mal was zu trinken. Angelhaken, braucht kein Mensch. Genau, und möchte euch einfach mal Elektro zeigen. Wir haben nämlich ein bisschen umgebaut. Ich habe es fast selber nicht mehr wiedererkannt, muss ich sagen. Also wirklich nur ganz durch Zufall. Da drüben ist der Hafenbereich. Und jetzt gehen wir dann rein. Hier seht ihr schon, wer ja dann eigentlich gegenüber von dem kleinen Bahnhof da vorne war, ja eigentlich mal die Feuerwehr. Die ist ein bisschen umgezogen. Das ist also jetzt nicht mehr da, wo sie früher mal war. Es sind ein paar Häuser dazugekommen. Da oben ist auch eine Ruine jetzt. Da hinten sieht man den Schornstein von der Fabrik. Und auch die hat sich ein bisschen verändert. Wie das Ganze jetzt aussieht, das zeige ich euch direkt, indem wir einfach mal hinrennen. Was eine relativ schlechte Neuerung ist, von meiner Bewertung heraus, ist das Fehlen der Serverliste. Ja? Man kann also nicht mehr gucken, was oder wer ist jetzt auf dem Server drauf. Ja, hat sich auch in der Vergangenheit jetzt schon mehrmals in ein paar
Foren so geäußert, dass es irgendwie jeden ein bisschen nervt. Dass man wirklich nicht mehr schauen kann, wer ist denn in dem Server. So, man sieht jetzt hier wirklich, die ein Hochhaus, was sie auch dahin gebaut haben, und ein paar Häuser, die früher nicht hier waren. Search for Feathers. Da können wir jetzt also auch mal nach Federn suchen. Ne, haben wir nicht. Und wir sind durstig. Ich habe aber, glaube ich, leider nichts mehr dabei. Nee. Und sie atmet. Unglaublich. Von dem bisschen Laufen. Ist jetzt auch noch nicht so klar, ob das auf dem Server jetzt hier so heiß ist, dass sie wirklich gleich außer Atem ist, oder ob das an dem an der Durstigkeit liegt. Hier ist alles offen, das ist ein bisschen blöd. So, also. Getränk. Eine kleine Not-A-Cola wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Hier ist erstmal nichts. Ich habe auch gesehen, die Zombies, ich hoffe, wir sehen dann nochmal einen, da kann ich euch das noch zeigen. Die können jetzt tatsächlich auch über Zäune drüber springen etc. Also das ist echt eine schon wichtige Neuerung, finde ich, weil es das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger macht. Früher hat man immer einfach nur die Fluchtergriffe über den Zaun drüber gesprungen und dann waren wir eigentlich gleich weg. Das Ganze ist jetzt ein bisschen schwieriger, finde ich gut, auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie es halt von der Spielbalance jetzt passt. Ah, jawohl, da haben wir das. So, dass die Zombies jetzt auch nicht mehr rumglitschen, also wirklich auch nur dahin rennen, wo sie sollen und nicht mehr durch geschlossene Türen oder so. Habe ich selbst noch nicht überprüft. Hier haben wir eine Derringer gefunden. Okay. Nehmen wir nicht. Die nehmen wir jetzt mal nicht. War das was? Tatsächlich, da liegen... Ach, Nägel. Ja, okay. Also ihr seht, hier der Ortsrand von Elektro. Da unten kommt jetzt dann gleich noch die Feuerwehr. Da drüben ist sie. Da schauen wir jetzt kurz rein. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Airstrip. Ha! Ach. Weil ich dort gerne nachschauen würde, ja, wie der jetzt erstmal aussieht und natürlich, was es da für Loot gibt. Das wären so Sachen, die mich jetzt interessieren. Und es wäre cool, wenn wir vielleicht noch auf einen anderen Spieler treffen und gleich mal schauen können, wie die Leute jetzt hier so unterwegs sind, ob es immer noch der Fall ist, dass man einfach wahllos auf alles und jeden schießt, den man sieht. Oder ob mittlerweile wirklich wieder ein bisschen miteinander geredet wird. So, ein bisschen ruckeln tut es immer noch. Komischerweise, wir sind immer noch bei knapp 60 Frames. In Search and See spiele ich mit 200 Frames. Das ist immer ein bisschen komisch, aber hier haben wir natürlich auch Open World, was einiges an Leistung verbraucht. Und ihr seht jetzt hier schon, die Feuerwehr ist gedreht, also sie steht nicht mehr so, wie sie mal stand. Hier haben wir jetzt Häuser, die es früher an sich so auch nicht gab. Das sieht alles ein bisschen anders aus jetzt. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier durch den blöden Zaun durchkommen. Hier geht's durch. Nehmen wir die Pistole in die Hand. So, hier ist alles offen. Ich weiß nicht, ob das random ist mittlerweile wieder. Immer noch. Ah, hier liegt Feuerwehrzeug. Ja, okay. 6 Slots hat die. Die Jacke. Hey, komm, die zieh mal an. Mega gut. Zack. So, stecken wir die Knarre mal weg. Hier haben wir noch eine Axt. Oh, geil. Die nehmen wir auf jeden Fall. Das ist ein bisschen blöd, dass man jetzt hier nicht mehr so wirklich... Es geht alles mit diesem Inventar alles ein bisschen langsamer, finde ich. Gerade vom Rein- und Rauslegen, vom Loot. Das ist ein bisschen doof. Und wenn man natürlich... da drüben ist gleich ein Zombie. Und wenn man jetzt noch nicht so viel Loot hat oder so viele Klamotten hat, dass man die
die Hotkeys hat unten, dann ist es echt, da muss man echt überlegen, weil man halt nicht einfach so schnell mal die Axt ziehen kann, sondern wirklich ins Inventar rein muss. Ist ein bisschen schwieriger und da steht, ist das ein Zombie oder ist das ein Gamer? Ne, ist ein Zombie. Ich dachte jetzt, es wäre ein Spieler. Oh scheiße, wir wurden erkannt. Irgendwo habe ich einen Zombie gehört. Wo ist er? Oder war sie das? Ich glaube, es war sie. So, wo geht's denn lang? Ich höre auf jeden Fall einen Schrein irgendwo. Okay. So, also hier noch ein paar Gebäude, die so früher auch nicht da waren. Und jetzt schauen wir mal rüber zur Fabrik. Auch ein absoluter Klassiker von Elektro. So. Da hat sich einiges geändert. Und auch der Berg da hinten ist ein bisschen anders. Ne? Hier diese Kirche da oben, die gab es früher auch nicht. Deshalb war ich auch erst ein bisschen irritiert und habe erstmal echt nicht... Da unten ist ein Zombie. Erstmal nicht gewusst, in welcher Stadt ich bin. Ja, aber irgendwo mit dieser Fabrik hier etc. und da hinten ist dann auch das Elektro, dieses Umspannwerk, war es dann irgendwann klar. Da hinten ist der Sniperhügel auch ein bisschen umgebaut. Aber es ist nicht schlecht. Ich habe bloß die Polizeistation noch nicht gefunden, leider. So, hier sind auch noch diverse Hochhäuser. Ja, da unten, hier ist die Fabrik, die hat sich auch ein bisschen verändert. Parkplatz ist dazugekommen, sie steht auch anders. Na, aber ich würde jetzt gerne erstmal in die Halle dahinter schauen. Ich habe immer noch 55 Frames. Wie gesagt, das Ruckeln, was ihr jetzt hier sehen, oh, da geht ein Straße, die ist neu, die Straße zur Kirche hoch. Das kleine Ruckeln, das liegt tatsächlich an meinem Aufnahmetool. Es tut mir echt leid, aber ich kann es, wie gesagt, momentan nicht ändern. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Aber vielleicht kriege ich das bei Zeiten behoben. Ich hoffe es. So. Hier haben wir erstmal nichts. Schade. Ja, so sieht's jetzt aus. Es fühlt sich vom Gameplay selber schon ein bisschen besser an, muss ich sagen. Ein bisschen kompakter auch die Steuerung. Die Knarre wegpacken. Ich finde es schön, dass sich hier in den Städten auch mal wieder was geändert hat, dass es nicht immer alles so 0815 ist. Die Städte auch ein bisschen umgebaut, einige neue Gebäude dazugekommen, reingebaut hier. Das gefällt mir sehr gut. Und ich werde das Ganze mal ein bisschen testen. Hier liegt nichts leider. Und zeige euch in der nächsten Folge einfach mal das Airstrip, also nicht das Airfield, sondern das Airstrip hier unten. Das Airfield, da werde ich mich danach auf den Weg hin machen. Den Weg bis dahin erspare ich euch. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis denn. Tschüss.